Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder mit Voxelteigen und da müssen wir jetzt mal schauen, was wir da als nächstes machen können. Hier steht irgendwas, dass das Skalpell, aber das sind Möbel, die haben wir glaube ich noch gar nicht, ne? Was macht denn unsere Forschung? Die können wir mal nach dem Logo angucken, ne? Ihr schaut den Großbildschirm gleich weiter, ne? So, was haben wir denn hier jetzt? Neue Forschung starten, wie läuft hier nichts? Wir warten auf Ressourcen. Betonherstellung ist da angesagt. Okay. Und wir haben noch einmal zwei, ne? Wo ist denn der zweite? Ah, hier. Glasherstellung. Die ist fertig. Okay. Neue Forschung starten. Glasofen. Glasofen. Achso, das ist das, was rauskommt. Glasröhre und das waren Glasscheibe. Das ist der Ofen. Fertigung. Metallverarbeitung, Holzbearbeitung. Fertigung 3. Was sind Fertigung 3? Elektroprodukte. Also das haben wir, glaube ich, alles, oder? Ja. Und das da drüber können wir noch alles machen, oder? Hier sind die Möbel. Forschung starten. Machen wir doch mal. Was brauchen die? Auch Glas. Die Holzbretter wäre jetzt nicht das Problem, ne? Was wird hier angeliefert? Das ist die Frage, ne? Fahrzeuge können laden, ja. Und das hier sind die Fahrzeuge, ne? Details, was bringt der? Der bringt jetzt zurzeit Kies wahrscheinlich. Das könnte sein, dass es dafür bringt. Also der ist es nicht, dann müsste es der sein, wenn der hatte für das andere was gebracht, oder? Der bringt Sand. Ja, das könnte zur Glasfertigung gepasst sein. Gepasst haben. Aber jetzt sind Bretter gefragt. Ja, den können wir jetzt wegschicken, glaube ich. Ich glaube, den kannst du zum nächsten Depot senden. Den brauchen wir da nicht mehr. Wir brauchen ja jetzt welche für Holzbretter. Und dann das nächste, was dann ist, das ist hier. Und was müssen wir hier ablegen? Ja, das ist hier alles nicht das, was wir brauchen, wahrscheinlich, ne? Hier muss der Kies noch gebracht werden, ja. Warte mal, mach das mal alles zu, damit ich das nicht falsch mache. So, da müssten wir Glas einlagern. Und hier müssten wir Holzbretter einlagern. Dann wird es da weitergehen, ne? Ja, ich hoffe, das ist so richtig, was ich gerade tue. So, jetzt müssen wir nur die Glasherstellung anstoßen, ne? Industrie. Verarbeitung muss es ja sein, oder? Glasofen. Ja, der Glasofen braucht bestimmt Sand. Wo haben wir denn Sand? War das hier hinten? Nee, ne? Ja, da war Stein. Hier wurde der Sand hingebracht, oder? Nee, da wurde auch nicht Sand hingebracht. Ich glaube, der war da hinten irgendwo, ne? Der Sand. Nee, da wird auch abgeliefert. Wenn man jetzt wüsste, wo der Sand war, ne? Haben wir doch irgendwo schon gehabt, eine Grube, oder? Hier ist Erz. Warte mal. Da ist Sand. Wo kommt der her? Übersicht. Sand zu Melrichstadt Anbau. Melrichstadt Anbau ist hier.
Aber hier ist doch kein Sand, oder? Welches Nebengleis ist hier? Da ist aber kein Eisen. Ah, der wird hier angeliefert mit Zug. Dann kann der zu. Ach, hier links neben. Ich habe das gesehen und nicht das. Alles klar, das heißt. Wo machen wir das Glas, ne? Mach das mal alles zu gerade. Also Sand ist da. Wird denn irgendwo Glas gebraucht gerade? Haben wir da schon eine Industrie für? Da. Ja, wäre schon sinnig, das hier irgendwo auf der grünen Wiese zu haben, oder? Lass uns mal das hier hin machen. Ich weiß nicht, was noch gebraucht werden würde, ne? Weiß ich nicht. Jetzt habe ich es wieder ausgemacht, ich hält. Da kommt es raus und da muss es rein. Und es müssen zwei Sachen rein. Was ist denn die zweite Sache, die da rein muss? Gut, dann bauen wir den definitiv nicht dahin, sondern irgendwo hin, wo wir sagen können, dass wir hier was bauen können. Hier ist Platz eigentlich. Das könnte von da kommen. Schwierig. Lass es uns hier hinbauen. Da könnte man hier abzweigen mit einem Dingens hin. Lass uns hier hinbauen. Was brauchen wir? Kohle? Tatsächlich Kohle. Gut. Ja, wir brauchen die Glasscheibe. Die brauchen wir nämlich. So, und dann fordern die das ein. Das heißt, wir müssen Gleis bauen, wo der eine Zug von da kommt und hier rüber fährt. Vielleicht doch nicht die beste Stelle hier gewählt, ne? Jetzt brauchen wir noch einen Bahnhof erstmal, Stationen. Güterbahnhof. Zwei Gleise und länger. Hammer. Hier geht der längste. 250 Meter. Ne, so lang brauchen wir nicht. Würde ich sagen. Machen wir noch kürzer. 120. So sieht das schon ganz gut aus, denke ich. Mach das mal da ein. Also Gleise brauchen wir noch zum Anschließen, ne? Ist das das? Ja. Jetzt wieder nicht geklappt, ne? Oh shit. Nein. Das wollte ich abbrechen. Nochmal das Gleis. Jetzt hat es geklappt. Signale. Das sind wieder so Vorsignale, ne, oder? Obwohl, das ist sogar gar nicht mal verkehrt, die Vorsignale hier, glaube ich, zu haben, ne? Weil der guckt dann, ob die Strecke frei ist. So, aber hier müssen wir noch von da aus kommen. Das heißt, das funktioniert schon wieder nicht, das lass sein.
So geht's, oder? Und da würde ich gerne noch mal hier rüber kommen, aber. Oh, passt. Gut, Signal. Setzen wir da hin. Setzen wir da hin. Setzen wir da hin. Na, wo sitzt es denn da? Und hier? Können wir das hier so lassen? Lassen wir erstmal so. So, die Glashütte hat schon mal was. So, dann würden wir einen Zug brauchen. Das war doch hier, naja, Zugdepot. Kaufen. Wie viel Geld haben wir? 800, okay. Und dann können wir hier noch Schüttgut machen. Ah, das reicht erstmal. Und der kann dann halt hinzufügen. Lassen erst da hinten hinfahren. Da laden. Und hier halt hinzufügen. Entladen. Speichern als. Sonst zu Melderich statt 10. Okay, passt. Der kann schon mal fahren. So. Warum fährt der jetzt nicht? Wegen den tollen Vorsignalen, die wir hier wieder gebaut haben, wetten. Er wartet nämlich jetzt wieder, bis die Strecke frei ist. Ah. Steht er sich selber im Weg? Kann das sein? Wahrscheinlich. Ich glaube, so könnte es jetzt gehen, ne? Na, lass mal so. Gut, fährt er schon? Er müsste jetzt hier rauskommen irgendwann, oder? So, und dann brauchen wir noch Kohle. Warte auf freie Wege. Okay. Müsste jetzt hier gleich frei sein, oder? Ja, da kommt er. Gut. Und dann Kohle. Hier war Holz, ne? Ja, Kohle war hier rechts. Kann der auch da rumfahren? Wie kann der von da denn nach da fahren? Wohl gar nicht, ne? Aber doch, der kann hier lang, oder? Nee, auch nicht. Er könnte aber hier lang fahren, wenn man das hier angleicht. So. Signale dazwischen. So. Gut, dann kann der aus diesem Lokschuppen kommen. Wenn der hier kommt, kann der da rumfahren. Weiß ich nicht. Könnte hier lang fahren, ne? Und dann darum her geht. Gut, das heißt, wir kaufen da auch einen Zug, den. Und dann brauchen wir hier aber für Kohleanhänger. Das ist Kohle, ne? Ja. Geld ist da. Halt hinzufügen. Hier. Laden. Halt hinzufügen. Hier. Entladen. Speichern als. Und starten.
So, das heißt, das kann zu, das kann zu, das kann auch zu. Jetzt müssen wir hier nur Hütchen haben. Lager. Lagerhäuser hier. So, oder? Nicht genug Geld, das ist schlecht. Lass mal schneller laufen. Da kommt schon der erste Zug an. Lagerhaus geht gerade. Nimmt Sand an, oder? Aktuellen Auftrag überspringen. Jetzt stehen die sich gegenseitig im Weg. Hat wieder gut geklappt, oder? Shit. Oh Mann. Kriege ich da? Da kriege ich bestimmt kein Signal zwischen, ne? Das wäre nämlich jetzt das Wichtige, dass da ein Signal zwischen wäre. Ne, geht nicht. Shit. Kann ich es wegreißen? Ja, dann fährt der. Reißt das weg. Muss ich woanders hinbauen. Das geht so nicht. Das würde erst hier oben gehen. Kriegen wir das denn jetzt hin? Kommt da einer her? Der fährt jetzt irgendeinen schlimmen Weg. Was jetzt nicht wirklich Sinn macht. Das heißt eigentlich, dass der hier, da brauchen wir jetzt tatsächlich das Signal, dass der dann nicht reinfährt, bis er die Strecke frei hat. Das Signal müssen wir definitiv dadurch ersetzen. Und da muss so eins auch hin. Jetzt haben wir nämlich wieder das Problem. So, der wartet nämlich jetzt auf freie Strecke, bis er da hinten hin kann. Und sonst blockiert er nämlich hier das. Jetzt ist es passend. Und hier. Bringt er tatsächlich schon Kohle? Er könnte sie bringen wahrscheinlich, aber. Station, Zugdepot, ne, ich brauche ein Lagerhaus. Da soll Kohle rein. Hier ist aber auch noch kein Sand drin, so ein Shit. Gut, dann müssen wir jetzt unsere Fließbänder dahin bauen, ne? Ja, die Folge war so lang, dass ich dann zwei Teile daraus machen musste. Und ich sage dann hier schon mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Ciao.